Ein grüner Pass also für mehr Sicherheit im Berufsleben. Anja Miller in Rom, was ist der Grund für diese vergleichsweise harte Linie? Ja, tatsächlich ist Draghi sehr rigoros im Durchgreifen bei der Impfkampagne. Es geht ihm tatsächlich darum, einen möglichst hohen Grad an Impfquote zu erreichen. Wir haben es in dem Beitrag gehört. 80% sind vollständig geimpft, 85% haben schon mal die erste Impfung bekommen. Draghi ist es wichtig, dass er diesen Impfdruck noch weiter erhöht. Das macht er in verschiedenen Schritten. Zunächst einmal gab es den grünen Pass als Voraussetzung für ganz viele private Aktivitäten, also Kino, Theater, Museen, Restaurants, wenn man drinnen sitzen wollte. Und jetzt mit diesem nächsten Schritt, ihn auch verpflichtend an allen öffentlichen und privaten Arbeitsplätzen zu machen, dreht er die Daumenschrauben natürlich noch mal an. Das heißt, er rechnet damit, dass weitere Menschen zum Impfen gehen, die bisher noch etwas zögerlich waren. Jetzt haben wir ja gerade in dem Bericht gesehen, es gibt durchaus gewalttätige Auseinandersetzungen auf der Straße. Jedenfalls hat es das gegeben. Heute gibt es wieder Proteste. Frau Miller, wie groß ist denn der Anteil der Menschen in Italien, die mit diesen Maßnahmen überhaupt nicht einverstanden sind? Also diese Ausschreitungen vom vergangenen Wochenende muss man tatsächlich so einordnen, dass die Rädelsführer, die dann auch dafür gesorgt haben, dass diese Masse so aufgepusht wurde, dass die tatsächlich aus dem ultrarechten Spektrum kamen. Das waren Neofaschisten von der Forza Nova. Zwei Männer sind auch festgenommen worden. Die Innenministerin steht heute auch unter Druck, dass sie das nicht erkannt hat, dass diese rechten Rechtsaußenkräfte hier versuchen, die Demonstrationen zu instrumentalisieren. Es gibt auch schon erste Stimmen, die fordern, die Forza Nova zu verbieten. Also das heißt, das waren ganz klar politisch gesteuerte Proteste. Was wir heute in Triest sehen, das ist ein anderes Kapitel nochmal. In der Logistikbranche haben wir das Problem, dass tatsächlich sehr, sehr viele nicht geimpft sind. In Triest rechnet man damit, dass von diesen 1000 Hafenarbeitern um die 40% gar keine Impfung haben, weil viele auch aus dem Ausland kommen. Ihre Impfungen hier nicht anerkannt werden oder sie eben keine gültigen Impfzertifikate haben. Das heißt, das sind Einzelfälle, die man auch so anschauen muss. Heute, die Demonstrationen hier in den großen Städten sind eher klein ausgefallen. Spannend wird sein, was am Wochenende passiert. Die Gewerkschaft hat zu einer antifaschistischen Kundgebung am Samstag landesweit aufgerufen. Das kann natürlich auch wieder die rechten Kräfte auf den Plan rufen. Und unterm Strich sozusagen die Zwischenbilanz in diesem Oktober 2021, Corona in Italien. Ich meine, das Thema beschäftigt uns natürlich auch in Deutschland weiterhin, Sie auch in Italien. Sie haben geschildert, was innenpolitisch los ist. Und trotzdem die Frage, wie weit ist das Land denn jetzt mit der Bewältigung, auch ökonomisch gesehen? Ich sehe es so, dass Italien wirklich auf einem sehr, sehr guten, einem vorbildlichen Weg in Europa ist. Es gibt eine überwiegende Zustimmung zu den Maßnahmen. Die Maßnahmen sind klar, sie sind verständlich. Das Ampelsystem, das hier seit einem Jahr gilt, ist für alle nachvollziehbar. Und die Impfquote steigt, die Wirtschaft erholt sich, die Exportzahlen sind gut. Also Draghi kann insgesamt auf eine sehr gute Bilanz der ersten Monate schauen. Anja Miller war das aus Rom. Vielen Dank für diese Analysen und Einschätzung. Einen schönen Tag noch. Danke.